Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill. Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Hurra! Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah. Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen? Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Oh, Sie sind aber auch süß, Frau Schnabeltier. Sehr sogar. Also, liebe Leute, Zeit für den Heimweg. Ihr übernachtet heute bei uns zu Hause, Peppa. Yippie! Aber die Fische, die ich erforsche, leben nicht in einem Aquarium, sondern im Meer. Haben die Fische im Meer auch kleine Brücken zum Durchschwimmen und Schatztruhen zum Spielen? Nein, Peppa. Das sind nur so Sachen, um das Aquarium zu schmücken. Wollt ihr alle mitkommen dahin, wo ich arbeite? Ja, bitte. Ich war schon mal da, wo mein Papa arbeitet. Da gab's ein Telefon, ganz viel Papier und bunte Stifte. Er hat ein sehr schönes Büro. Na, dann findest du mein Büro bestimmt auch sehr schön. Also das hier ist mein Büro. Wo denn? Da, Pepper, das Meer. Ich habe das beste Büro auf der ganzen Welt. Aber wie können Sie im Meer arbeiten? Mit diesem U-Boot hier. Wow. Wollt ihr mitfahren? Ja, bitte. Okay, hüpf rein. Wow! Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Oh. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schasch, probier du's doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Wirf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Wow. Ja! Ich hab ihn!
Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, zwei, drei, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo? Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut, so etwa. Sehr gut, Papa. Er kommt zurück. Da kommt er, da kommt er. Wir müssen ihn fangen. Ach, daneben. Oh nein. Der Boomerang hat noch ein Fenster kaputt gemacht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, Dumbledore. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hör zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Also ich fühle mich müde. Ist der Apparat etwa schon wieder kaputt gegangen? Oh nein, das ist Musik. Sie erinnert mich an einen herrlichen Garten, an einem heißen Sommertag, einen jungen Mann mit einem gebrochenen Herz. Können wir bitte wieder die Weltraummusik hören? Das war keine Musik, das war der kaputte Apparat. Gefällt euch diese Musik nicht? Nein. Madame Gazelle, können Sie den Apparat noch mal kaputt machen? Nein. Oh. Sieht so aus, als könnten eben nicht alle dieselben Dinge im Leben mögen. Also ich mag gerne Weltraummusik. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Schon gut, schon gut. Woran müsst ihr bei dieser Musik denken? Ich weiß es. Bei dieser Musik denke ich daran, in Matschepfützen rumzuhüpfen. Hier lang! Los, Alumina! Hallo allerseits. Hallo, Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben. Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist.
Er hat 3-mal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's grad nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff. Achtung, gleich kracht es gegen die Brücke. Die Brücke wird nach oben geklappt. Das Wasser kommt wirklich zurück. Das steht schon mal fest. Das Wasser hebt Opa Wutz Boot aus dem Schlick. Jetzt schaukelt das Boot auf und ab. Wir stechen in See. Ei, ei, Captain Opa. Ahoi und los. Ich liebe es zu segeln. Allzeit gute Fahrt, Opa Wutz. Ist alles klar an Bord? Brauchen Sie Rat oder Hilfe, alter Junge? Uns geht es hier prima. Vielen Dank auch. Wiedersehen. Opa, Sie sind viel schneller als wir. Beim Segeln sollte man sich wirklich nicht hetzen. Wir schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln, 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 schaukeln auf und ab. Wir schaukeln auf und ab. Ahoi, Opa Wutz. Wird Zeit, zurückzusegeln. Denken Sie an Ebbe und Flut. Wenn Sie zu spät umdrehen, bleiben Sie noch im Schlick stecken. Da haben Sie recht. Schönen Tag. Beachtet Sie einfach nicht weiter. Ich weiß mehr über Ebbe und Flut, als Sie jemals wissen werden. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf, wir schaukeln ab. Wir schaukeln auf. Oh, wir schaukeln ja gar nicht mehr. Das liegt wohl daran, dass gerade Ebbe ist. Stecken wir jetzt im Schlick fest, Opa? Ja, aber wir stecken nur fest, bis die Flut kommt. Die Flut hebt uns wieder aus dem Schlick heraus. Und wann kommt das Wasser zurück? Die Flut kommt morgen früh. Oh. Wir müssen einfach nur auf dem Boot übernachten. Übernachtungsparty! Hurra! Ich werde wohl mal besser Oma Wutz anrufen. Hallo? Hallo, Oma Wutz? Wir drei haben uns entschieden, auf dem Boot zu übernachten. Du meinst, die Ebbe hat dich überrascht. Teddy ist etwas schlammig. Oh, ich habe Pinguin mal in die Puppenklinik gebracht. Danach sah er wie neu aus. Was ist denn eine Puppenklinik? Da werden Kuscheltiere wieder heile gemacht. Sie werden gewaschen, wieder in Form gebracht und kriegen sogar neue Stimmen. Du bist meine beste Freundin. Luzi. Ich habe dich sehr lieb. Luzi. Boah. Mami, können wir Teddy bitte auch gleich in die Puppenklinik bringen? Das ist eine gute Idee. Da ist die Puppenklinik. Hallo, Frau Mümmel. Hallo, Peppa. Herzlich willkommen in der Puppenklinik. Hier machen wir aus Puppen wie dieser wieder Puppen wie diese. Oh. Hast du denn ein krankes Püppchen? Ja. Was ist das denn? Eine Maus oder ein Hund? Es ist ein Bär. Na, die haben sie aber ganz schön übel mitgespielt. Krach. Ah, und einen Dinosaurier. Kommen alle beide in die Klinik? Ja, bitte. Okay, jetzt sag mal, kleiner Bär, was hast du denn angestellt, dass du so schmutzig bist? Teddy ist den Hügel runtergerollt, ist in Matschepfützen gesprungen und untergetaucht. Kein Wunder, dass du jetzt so aussiehst. Also, wenn ich mit dir fertig bin, wird nicht mehr rumgerollt, keine Matschepfützen mehr und kein Untertauchen. Aber genau diese Sachen mag Teddy am liebsten. Du bist mir ein bisschen zu schlapperig, aber mit Filmmaterial kann ich das hinkriegen. Was bedeutet das? Guck mal, dieser Elefant sieht ein bisschen traurig aus, aber ihm fehlt einfach nur Füllung. Teddy mag es gern, schlapprig zu sein. Aber vielen Dank, Frau Mümmel. Braucht der Dinosaurier etwas extra Füllung? Verstehe. Möchte Teddy neue Kleidung? Vielleicht diesen schicken Matrosenanzug? Aber Teddy ist doch ein Mädchen. Mädchen können auch Matrosen werden, Peppa. Ja, aber Teddy will keine Matrosine werden. Wie wär's mit Pilotin? Nein,
Tiefseetaucherin? Nein. Oder vielleicht Prinzessin? Ich glaube, Teddy ist am glücklichsten ganz ohne Kleider. Vielen Dank, Frau Mümmel. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. So sagt die Polizei hier hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin Polizeiwachtmeisterin Eichhorn. Und ich bin Polizeiwachtmeister Panda. Wir sind gekommen, um mit euch zu üben, wie ihr sicher auf euren Fahrrädern fahrt. Oh. Stimmt. Dann legt mal los und zeigt, wie ihr das macht. Passt auf, wo ihr hinfahrt. Immer die Augen und die Ohren schön offen halten. Und stopp. Gut gemacht, Kinder. Also, stellt euch vor, ihr fahrt auf eurem Fahrrad und plötzlich steht ein Fußgänger direkt vor euch. Was würdet ihr tun? Ich würde ganz laut klingeln. Ganz genau. Mit der Fahrradklingel signalisierst du den anderen, dass du kommst. Wollt ihr mir denn alle mal zeigen, wie gut ihr im Klingeln seid? Ich hab keine Klingel. Ich hab eine Hupe. Eine Hupe ist genauso gut wie eine Klingel. Magst du mit deiner Hupe vielleicht mal ein kleines bisschen tuten, damit wir... Fein! Das sollte ausreichen, um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen. Nun kommen wir zur letzten Aufgabe. Wohin geht er denn? Polizeiwachtmeister Panda fährt für eure nächste Übung den Hügel hinunter. Polizeiwachtmeisterin Eichhorn, bitte melden. Ende. Hören Sie mich? Ende. Ich höre Sie laut und deutlich. Ende. Die Polizisten haben Funksprechgeräte. Bin auf Position. Ende. So, wenn ich jetzt gleich pfeife, fahrt ihr bitte alle den Hügel hinunter und benutzt eure Bremsen, damit ihr unten nicht mit Polizeiwachtmeister Panda zusammenstoßt. Okay. Sie sind unterwegs. Ende. Ich sehe Sie kommen. Ende. Das habt ihr alle sehr gut hinbekommen. Es ist nirgendwo so schön wie auf einem Segelboot. Man kommt an die schönsten Strände mit so einem Boot. Wir könnten in die Südsee segeln, in die Antarktis aufbrechen oder sogar einen Wal sehen. Wir machen aber nur einen kleinen Ausflug. Das ist der Kanal. So, wo ist das Segelboot? Wir fahren auf diesem Kanalboot. Verstehe. Wir benutzen das Kanalboot, um zum Segelboot zu kommen. Nein, Papa Clef. Wir benutzen dieses Boot für deine Geburtstagsfahrt und schippern damit den Kanal entlang. Aber auf einem Kanal fährt man nur hier lang oder da lang. Das macht Spaß. Komm schon, Papa. Es ist ein Boot. Ja, Klausi, du hast recht. Ein Boot auf dem Wasser. Alle an Bord. Oh, ich wollte das eigentlich sagen. Oh, entschuldige. Sag's nochmal. Alle an Bord! Die Segel setzen! Oh, wo sind denn die Segel? Kanalboote haben keine Segel. Drück einfach auf diesen Knopf, dann fährt das Boot los. Ah, danke schön, Mama Clef. Und weg sind wir. Frau Ente und ihre Kinder sind schneller als unser Boot. Wollen wir ein Rennen austragen, Frau Ente? Volle Kraft voraus! fährt die Schipperkiste vielleicht etwas schneller? Nein, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Oh. Und das ist gut so. Du solltest langsam fahren, denn wir kommen zu einem Berg. Guck mal da! Da vorne ist ein Berg! Und wir schippern jetzt dagegen! Nein, wir fahren doch durch den Tunnel. Ein Tunnel führt durch den Berg hindurch. Es ist ganz dunkel. Und unsere Stimmen klingen komisch. Ich hätte gern auch so ein Als-ob-Fahrrad. Kein Problem, du kannst das Fahrrad haben, das du willst. Okay. Mein Als-ob-Fahrrad ist pink und flauschig. Wow. Da kommt Klausi Clef. Hallo. Hallo, Klausi. Spielt ihr beiden mit mir Ball? Hast du denn einen Ball? Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren Als-ob-Ball. Fang, Klausi. Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh.
Hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo Luisa, wir spielen gerade mit unserem neuen Als-Ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-Ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-Ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Bagger, Bagger. Schorsch mag Bagger. Und ich mag Bagger auch. Und heute dürft ihr auf großen, echten Baggern fahren. Boah. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen im Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Pepper und Schorsche, rauf mit euch! Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà. Hurra. Pepper und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer. An die Arbeit, Mama. Jawohl, Peppa. Schneller strampeln, Mama. Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schweinchen. Hoho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Ach, aber wir haben doch gerade erst angefangen, mit den Rollern zu fahren. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee. Etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch. Bis später, Mama Wutz. Ja, bis später. Pepper und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm. Hui. Nicht so schnell. Komm schon, Papa. Papa kann nicht so schnell. Wartet auf mich. Pepper und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Hui! Das macht Spaß. Papa Wutz, ja. Gefällt das Rollerfahren? Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppers Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren.
Das ist schön, Peppa und George. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Ich bastel eine Superheldenmaske. Nee. Und ich eine Karottenmaske. Und mein kleiner Bruder Linus ist eine Babykarotte. Wir mögen Karotten. George hat eine Dinosauriermaske gebastelt. Und was stellt deine Maske dar, Edmund? Sie stellt das Sonnensystem dar, mit allen Planeten. Aha. Ich habe auch Pluto gebastelt, obwohl Pluto nur ein Zwergplanet ist. Sehr gut. Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Also, sind alle fertig? Meine Maske wäre mit Glitzer viel schöner. Bitte, nur ein bisschen Glitzer, Madame Gazelle. Glitzer, 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 Glitzer. Es gibt noch andere glänzende Glitzer, Dinge, die ihr benutzen dürft. Die sind nicht so gut wie Glitzer. Glitzer, Glitzer, Glitzer. Nein, man bekommt ihn nicht mehr weg. Kaum ist er aus dem Glas, verteilt er sich überall. Er ist eine Plage. Aber er sieht einfach zauberhaft aus. Bitte, bekommen wir Glitzer? Bitte. Oh, also gut. Aber ihr müsst mir alle versprechen, dass ihr sehr, sehr vorsichtig mit dem Glitzer umgehen werdet. Ja, versprochen. Okay, dann öffne ich jetzt unseren Glitzertresor. Madame Gazelle bewahrt den Glitzer an einem sicheren Ort auf. Also Kinder, ihr habt versprochen, heute äußerst vorsichtig mit dem Glitzer umzugehen. Es ist Abholzeit. Alle Eltern kommen, um ihre Kinder einzusammeln. Oh, Glitzer! Oh, keine Panik! Bitte bleiben Sie ruhig. Wir hatten einen Glitzervorfall, aber wir haben ihn unter Kontrolle. Heute hat sich jedes Kind eine eigene Maske gebastelt. Ui. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach gar nichts. Nun denn, Sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein, ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Kleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja, vielleicht kann Opa Kleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Kleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Oh. Hallöchen, Opa Kleff. Ah, Oma Wutz, wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine, Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Peppa, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebaut? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaff sie eh nicht allein. Dankeschön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Sehr beeindruckend. Verrätst du mir das Geheimnis, wie man Basilikum anbaut? Also, es ist recht schwierig. Als allererstes musst du... Man wirft ein paar Samen in den Topf und schon geht's los. Wir machen mal wieder ein tolles Bastelprojekt. Oh, Bastelprojekt? Oh, was denn für eins? Jeder bastelt zu Hause eine Burg. Okay, warum nimmst du nicht diesen leeren Müsli-Karton? Obendrauf zwei Joghurtbecher und was hast du dann? Ein Karton mit zwei Bechern. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut.
Pepper, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh, ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo. Kann ich bitte mit Pepper sprechen? Pepper, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Ich bin größer. Oh nein, bist du gar nicht. Wart's mal ab. Man misst bis zu den Ohrenspitzen. Oh, zählen die Ohren auch? Gerald Giraffe ist der Größte. Oh. Ich möchte auch so groß sein wie Gerald. Ich auch. Ich auch. Alle gehen in den Garten. Komm, wir spielen Verstecken. Okay. Eins, zwei, während Pepper bis 10 zählt, müssen sich die anderen verstecken. 6, 7, 8, 9, 10. Aufgepasst, ich komme jetzt. Hab dich, Gerald. Oh, mich hast du nicht gefunden. Mich auch nicht. Und mich. Und mich. Und mich. Ich werde immer zuerst gefunden. Ich bin so groß. Oh, es macht keinen Spaß, wenn man so groß ist. Ich muss mich beim Reden zu allen runterbeugen. Ja, ich muss mich auch immer zu Schorsch runterbeugen. Hallo, Schorsch. Wie ist es denn so, wenn man klein ist? Jetzt spielen wir Ball. Ja! Vielleicht mache ich später mit. Gerald Giraffe möchte nicht spielen. Er ist traurig. Fang auf, Klausi. Fang auf, Pedro. Fang, Pepper. Oh! Der Ball hängt oben im Baum fest. Ich komme nicht dran. Lass mich mal versuchen. Oh, der ist zu hoch. Was sollen wir tun? Wir fällen den Baum. Nein! Ich komme mit meinem Rüssel dran. Nein, doch nicht. Wenn nicht mal Emily mit ihrem Rüssel drankommt, kriegen wir unseren Ball niemals wieder. Was machen wir nun? Wir fällen den Baum. Nein! Es muss doch jemanden geben, der groß genug ist, um an den Ball zu kommen. Gerald! Was? Du kannst den Ball holen. Du bist doch so groß. Ich kann's probieren. 5, 4, 3, 2, 1, Feuer! Das war fast auf unser Auto. Wie gesagt, Auto abstellen auf eigene Gefahr. Und weiter geht's mit der Führung. Freuen Sie sich auf die Geheimnisse der Ritterburg. Und genießen Sie ein echt mittelalterliches Festmahl. Oh, ein richtig mittelalterliches Festmahl. Das klingt ganz köstlich. Und dann kommt der Drache. Hier ist der königliche Thronsaal, wo König und Königin ihren Platz hatten. Oh. Möchtet ihr euch mal hinsetzen? Schorsch kann König sein und ich bin eine strenge Königin. Tu dies, tu das. Eure Majestäten, darf ich die Führung fortsetzen? Ja, dürfen Sie. Wir werden nun durch einen Geheimgang gehen. Aber dafür müssen wir diesen Geheimgang erstmal finden. Hm,
Normalerweise können solche Geheimgänge mit einem streng geheimen Knopf geöffnet werden. Ich glaube, dieser rote Knopf ist es nicht, George. Das wäre zu offensichtlich. Oh! Ja, der Knopf war eher leicht zu finden. Das macht Spaß! Der Geheimgang führt direkt in den Speisesaal. Wow! Das muss das mittelalterliche Festmahl sein. Ja, und es sieht wirklich köstlich aus. Das ist ja alles aus Plastik. Ja, um zu zeigen, wie ein richtiges Festmahl ausgesehen hätte. Oh. Aber natürlich bekommen Sie als Gäste unserer Führung selbstverständlich ein echtes Mittelalter-Festmahl. Fantastisch! Hier bitte sehr, Ihr Festmahl zum Mitnehmen. Mittelaltes Käse-Sandwich, Hofnarr Gürkchen und Königswackelpudding. Das ist ja wie ein kleiner Picknickkorb. Ja, nicht ganz das mittelalterliche Festmahl, das ich erwartet hatte. Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel. Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Fein, seid ihr bereit, mit dem Ostereiersuchen zu beginnen? Ja! Wenn ihr alle Eier gefunden habt, werden sie gerecht aufgeteilt. Fertig! Für jedes Kind sollte ein Ei da sein. Keine Sorge, wenn ihr sie nicht auf Anhieb finden könnt. Klausi Kleff entdeckt eins unter dem Blumentopf. Luzi Locke findet eins hinter dem Busch. Peppa findet eins im Baum. Schorsch findet eins im Eimer. Fertig! Ui, das ging ja schnell. Und alle haben ein Ei gefunden. Mein Papa, der hat schon mal einen Fallschirmsprung gemacht für einen guten Zweck. Er ist runtergeschwebt und hat dafür eine Menge Geld gesammelt. Gute Idee, Pedro. Nun also, wer glaubt, dass seine Mama oder Papa einen Fallschirmsprung machen möchte? Meine Mama. Wir brauchen nur einen. Peppa und George kommen wieder nach Hause. Mama, das Schuldach ist undicht. Schon wieder? Tatsächlich, Liebes? Ja. Madame Gazelle sagt, die Reparatur kostet eine Menge Geld. Das kann ich mir vorstellen. Sie hat gefragt, ob eine Mama oder ein Papa aus einem Flugzeug springen würde. Ich hoffe, du hast nicht gesagt, dass Papa Wutz das machen würde. Du weißt, er hat Höhenangst. Aber du hast keine Höhenangst, oder, Mama? Ich hab da kein Problem. Gut. Oh, tausend Dank, Mama Wutz, dass Sie für uns aus dem Flugzeug springen würden. Was? Sowas habe ich noch nie gemacht. Es wird schon gehen. Denken Sie daran, es ist für die Kinder. Oh, wenn das so ist, tue ich es natürlich gern. Ein Hoch auf Mama Wutz! Heute ist der Tag von Mama Wutz Fallschirmsprung. Ich bin immer noch nicht sicher, ob ich das wirklich machen will. Ist alles für einen guten Zweck, Mama Wutz. Aber woher soll ich wissen, wie man aus einem Flugzeug springt? Keine Sorge, Sie bekommen vorher alles erklärt. Hallo, Mama Wutz. Herr Löffel ist der Fallschirmsprungtrainer. Dies hier ist ein Fallschirm. Der hilft Ihnen, durch die Luft zu schweben, wenn Sie gesprungen sind. Sollte ich das mal üben? Was üben?
Springen? Warum nicht? Sie sind ein Naturtalent. War das alles? Ja, Sie sind jetzt bestens trainiert. Hurra! Alle an Bord! Ich bin immer noch ein bisschen besorgt wegen dieses Sprungs, Papa Wutz. Wird schon werden, Mama Wutz. Ich begleite dich nach oben. Viel Glück, Mama! Ich mag die kleine Bo Piep. Und kannst du die kleine Bo Piep auch singen? Ja, und zwar geht es nämlich so. Die kleine Bo Piep, die war sehr betrübt, sie hat ihre Schafe verloren. Dieses Lied mag ich aber nicht. Da gehen nämlich Schafe drin verloren und das ist traurig. Ja, kennt vielleicht jemand ein Kinderlied, in dem es nicht um Schafe geht? Ich! Ja, Pedro? Schwarz, schwarz, schwarzes Schaf. Oh, Entschuldigung. Ich weiß ein Lied über eine Katze. Oh, das ist prima, Molly. Möchtest du es uns vorsingen? Hey, Diedel, Diedel, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, das Rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Der Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt. Wer will jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Ticke die Tacke die auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Ticke die Tacke die Dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil der Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Wohin soll's denn gehen? Zum Haus von Oma und Opa Wutz, bitte. Okidoki, steigt ein. Sie waren sicher beim Einkaufen. Die Leute kaufen viel zu viel ein heutzutage. Kaufen dies, kaufen das. Ständig einkaufen. Aber Frau Mümmel, warum reden Sie denn so viel? Das machen Taxifahrer so, Peppa. Aha. Stellen Sie sich vor, neulich saß Mr. Kartoffel bei mir im Auto, da muss ich hin. Oma Wutz verreist für ein paar Tage. Opa Wutz bleibt allein zu Hause. Das ist eine Konservendose. Um das Essen rauszukriegen, brauchst du das hier. Das ist ein Dosenöffner. Ich weiß, was das ist, Oma Wutz. Wenn du dir ein Ei kochen willst, füllst du zuerst einen Topf mit Wasser, ja, dann... Ja, ich weiß. Oma Wutz! Hallo, meine Kleinen. Wir bringen den Einkauf. Musst du nicht zum Flughafen, Oma Wutz? Oh ja, am besten rufe ich ein Taxi. Taxizentrale? Hallo, Oma Wutz. Ich möchte zum Flughafen, bitte. Natürlich. Steigen Sie ein. Dankeschön. Papa, können wir Oma zum Abschied noch winken am Flughafen? Okay. Wiedersehen. Tschüss. Sie müssen zum Flughafen, oder? Ja, und ehrlich gesagt haben wir es ein bisschen eilig. Eilig hier, eilig da. Warum sind die Leute bloß immer in Eile? Oma Wutz darf den Flug nicht verpassen. Sie fliegt nämlich in den Urlaub. Urlaub? Ich habe nie Zeit für Urlaub. Dafür habe ich immer zu viel zu tun. Frau Mümmel, hatten Sie nicht letztens erst frei, als Sie krank waren? Ja. Das Taxi ist am Flughafen angekommen. Wiedersehen, meine Kleinen. Auf Wiedersehen, Oma. Wiedersehen. Peppa und Schorsch winken Oma Wutz zum Abschied. Da kommt Herr Wolf. Taxi. Steigen Sie ein. Wiedersehen, Herr Wolf. Peppa und Schorsch lieben es zu winken. Papa Wutz bereitet in der Küche das Mittagessen vor. Papa, wann können wir endlich das lustige Hühnchen spielen? Sobald Mama mit ihrem Buch fertig ist, könnt ihr loslegen. Oh,
Ach, das war's. Ich habe eine Ewigkeit dran gesessen, aber mein Buch ist fertig. Jetzt ist es geschafft. Herzlichen Glückwunsch, Mama Wutz. Dann können wir jetzt das lustige Hühnchen spielen. Hurra! Du hast deinen Text ja hoffentlich gespeichert, oder? Nein, das habe ich nicht getan. 40, 90, 10, Millionen, 112. Das war toll, George. Du hast den höchsten Punktestand aller Zeiten. Wo ist mein Text? Ist der gelöscht? Oh, da ist er ja. Schnell. Speichern, schließen, senden. Ist alles gut mit deinem Text, Mama? Ja, Peppa. Aus meinem Text wird jetzt ein richtiges Vorlesebuch. Oh, ein echtes Vorlesebuch? Nicht nur ein Vorlesebuch, sondern ganz viele Bücher und die werden in ganz vielen Bücherläden verkauft. Boah. Mama, kannst du uns deine Geschichte vorlesen? Ja, ich lese sie euch und euren Freunden sogar morgen in der Spielgruppe vor. Mama Wutz besucht die Spielgruppe. Sie hat für jedes der Kinder ihr neues Buch mitgebracht. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um uns Ihr neues Buch vorzulesen, Mama Wutz. Das ist sehr aufregend für mich. Diese Bücher sind so neu, dass ich noch nicht mal selber reingeschaut habe. Kinder, Mama Wutz hat für dieses Buch sehr hart gearbeitet. Deshalb hören wir jetzt alle höflich zu, selbst wenn es nicht so gut sein sollte. Ich danke Ihnen. Es geht um eine Zwiebel. Oh! Es war einmal vor langer Zeit eine Zwiebel, die hieß Kasper. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3, 5. Oh! Der Rest der Geschichte ist eine lange, lange Zahl. Ich verstehe die Geschichte nicht. Das habe ich nicht geschrieben. Was heißt 4, 7, 6, 8? Das ist der Punktestand bei das lustige Hühnchen von George. Oh, der Punktestand ist hoch. Es gibt Preise für alle, die teilnehmen. Opa und Oma Wutz wollen Peppa abholen. Wutz, Opa Wutz, hast du an meinen Kürbis für den Wettbewerb gedacht? Oh, keine Sorge, Peppa. Dein Kürbis liegt rund und gesund in meinem Gewächshaus. Ist mein Kürbis denn auch groß, Opa Wutz? Oh, ja. Das ist Opa Wutz' Gewächshaus. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz! Das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Oh. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch. Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen. Hallo, Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Was ist ein Experiment? Damit kann man herausfinden, was man vorher noch nicht genau wusste. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100! 100! Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit 2 Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch 2 Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit 3 Kindern. Hauch! Hurra!
Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampe-Pfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Ballons dürfen nicht auf den Boden fallen. Wirf sie in die Luft. Das macht Spaß. Hier kommt Frau Wolf. Wer möchte Seifen blasen? Ich! Alles klar. Ich huste und ich puste und dann blas ich Seifenblasen. Ich liebe Seifenblasen. Sie sind ein bisschen wie Luftballons. Aber sie platzen, wenn man sie anfasst. Guck! Seht ihr, ich hab sie zerplatzt. Oh, alle Seifenblasen sind geplatzt. Wir machen einfach neue Seifenblasen. Wer will als erstes? Ich! Los geht's. Hurra! Seid ihr bereit? Sind wir, Frau Wolf. Erst müsst ihr husten. Hust. Und dann müsst ihr pusten. Hust. Und blasen. So viele Seifenblasen. Schöne Seifenblasen in der Nacht. Ah. Guck mal, die große Seifenblase. Das ist keine Seifenblase, Pedro. Das ist der Vollmond. Aha. Ihr wisst schon, was man tut, wenn man den Vollmond anschaut. Man heult. Au! Warum tust du das? So machen das Wölfe eben. Wir heulen den Mond an. Sandy, kannst du uns das vielleicht auch beibringen? Na klar. Zuerst müsst ihr den Vollmond anschauen. Und dann heult ihr. Au! Au! Halt die Bommelmütze fest, Schorsch, sonst fliegt sie dir davon. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oma Wutz! Opa Wutz! Hallo, meine Kleinen. So, Kinder, seid schön lieb. Und du, Schorsch, mach deine neue Mütze nicht schmutzig. Hahaha, wir versprechen, dass Schorschs neue Bommelmütze sauber bleibt. Dankeschön, Opa Wutz. Dann bis später. Wiedersehen. Kommt ihr, Peppa und Schorsch? Wir gehen runter in unseren Garten. Ja! Schorsch, denk dran, was Mama Wutz über die Mütze gesagt hat. Ja, ja, Oma Wutz. Das wird schon klappen. Peppa und Schorsch haben einen großen Misthaufen entdeckt. Opa Wutz, was ist das? Das ist Mist zum Düngen. Ein wunderbares Zeug. Ich pack's auf mein Gemüsebeet, denn dann wächst alles schön stark und groß. Es riecht ziemlich stinkig. Es ist das schmutzigste und stinkigste im ganzen Garten. Am besten tretet ihr zwei ein Stückchen zurück. Sehr schön. Dann kommt, düngen wir den Garten. Das ist das Gemüsebeet von Opa Wutz. Hallo, mein liebes Gemüse. Möchtet ihr ein bisschen Dünger haben? Es ist etwas windig. Halt deine Mütze fest, Schorsch. Oh je, der Wind hat Schorschs Mütze weggeweht. Schorsch, fang sie!
Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Aber deine Bommelmütze ist sauber. Na, Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wutz, ich kann das allein. Ups! Oh je. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal da, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge. Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann! Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Thank you.